Mittagessen ist fertig. Digga, wieso sieht's eigentlich in meiner Wohnung so dermaßen hässlich aus? Bruder, guck mal, das steht einfach seit 3 Tagen rum. Ich habe mir für das Shooting heute extra so neue Schuhe gekauft. Von ASICS, Digga. Oh, Bruder, schau dir die an. Rein da, kurzen Flip. Abfahrt nach Stuttgart. Oh shit, Digga, diese Garage ist so eng. Du hast hier so viel Platz und auf der anderen Seite genau gleich. Scheiße. Aber jetzt raus hier, einfach gerade, einfach. Oh shit. Hat geklappt. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Zweikanal. Ich habe heute ein Shooting für Wesit bei meinem Bruder Soran. Küsse gehen raus. Wird sehr, sehr geil. Ich nehme euch heute mit. Ist so mein erstes Mal, dass ich irgendwie so ein Model-Shooting habe oder so. Wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Wir müssen jetzt 2 Stunden nach Stuttgart fahren mit dem Tesla Whip. You know what it is? Let's go. Ich bin jetzt in Villingen. Das ist irgendwo so im Süden von Stuttgart. Ich bin jetzt von Freiburg durch den ganzen Schwarzwald gefahren und es ist actually richtig schön hier, Digga. What the fuck? Guck dir das an, Baum. Der Tesla ist am Laden. Ich bin jetzt hier in Schwillingen, Villingen, Schwingheim. Ich weiß auch nicht genau. Guckt euch dieses Auto an. Ich habe jetzt die neuen Räder für den Sommer drauf gemacht. Mitte Juli habe ich die Winterräder weggenommen. Aber das Ding sieht so geil aus. Ihr könnt mir nicht sagen, dass es ein geileres Auto gibt als ein Tesla Model Y, Digga. Richtig geil. Im Schwarzwald. Ich bin im Schwarzwald. Sieht eigentlich voll schön aus. Hier ist cute. Moin. Ist das dein Hund? Ja. Wie heißt der? Charlie. Geil. Moin Leute, wir sind da. Dort ist der Mann der Männer. Wir spielen später noch eine Runde Tischtennis, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Und hier wird alles gelagert. Und von Hand verpackt von Menschen, die unterbezahlt sind. Naja, war ein Witz. Der Hund ist so nice. Wie viel kostet der? Für 2 würde ich ihn nehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Das geht so nicht. Nein! Wow! Ich gebe euch jetzt mal so eine kleine Roomtour. So sieht das aus. Hier stehen die ganzen Pakete. Da sind überall Kleider drin. Was ist hier drin? Aha. Badetuch. Ah ja. Dann nehmen die das, kommt es auf den Tisch, wird zusammengepackt und hier rein. So sehen die dann aus. Und dann geht es raus zur Post. Hier stehen die dann so. Und weg. Und hier wird gehustelt. Bei den Hustle-Plätzen. Oh shit, Soran mit Cam. Machst du die Fotos? Yes, sir. Ah, wirklich? Ja. Oh, der Chef selber. Hier sind die Kleider. Schön gebügelt, danke. Der Versandbri. Wir sind angekommen, hier machen wir das Ding. Dort werde ich stehen wie das größte Model, das die Welt jemals gesehen hat. Guckt euch diesen Mann an, wie er den Fotoapparat in der Hand hält. Ich kann anders pfeifen als das. Wie, du meinst so, ne? So. Ich kann so. Ich muss immer so lachen. Warte. War das ein Satz auf Schweizerdeutsch? Ja, das hieß, ich bin reich. Wie viel ist mein Outfit wert? Ja, kann er sagen. Er rechnet nur in Einkaufspreisen. Sehe ich aus wie ein Sportlehrer, sag mal ehrlich? Ein bisschen was fehlt noch, aber daran arbeiten wir. Digga, das sieht aus, als würde die so eine Leiche rumtragen. Machen wir auch. Wow, ey. Wie war das Shooting? Awesome. Am 30.07. auf wesit.com. Freunde, was geht ab? Was abgeht, habe ich gefragt. Ich bin wieder zurück in der Schweiz. Ich habe gestern leider den ganzen Tag relativ wenig gefilmt. Das ist das Outfit. Ich wollte nochmal Danke sagen an Wesit Soran für das Shooting. Danke, Soran, danke. Es war wirklich sehr, sehr geil. Der Drop kommt, glaube ich, schon diesen Monat raus. Folgt Wesit, ist sehr, sehr geil geworden. Ich bin jetzt hier mit Hanna. Hallo, und wie sieht's aus wie Sportlehrer? Wir sind hier in Basel. Genau, war ein kleiner Vlog auf dem Zweikanal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich. Und der Schweiz. Und der Schweiz. Tschüss. Digga, es ist wirklich kein Witz. Wir wollten gerade mit meinem Handy vloggen und mein Handy hat keinen Akku mehr. Wir kommen wirklich nicht mehr ins Auto rein. Es ist kein Witz, weil ein Tesla ist der Autoschlüssel, ist das Handy. Und wenn der keinen Akku mehr hat... Hast du eine Karte dabei? Ich habe mein Portemonnaie nicht dabei. Ach du Scheiße. Ich habe nichts dabei. Hier war keine dabei. Wir müssen jetzt wirklich nach Hause laufen. Oh Mann, die Story wird immer besser. Wir haben den Schlüssel für die Wohnung im Auto, müssen aber in die Wohnung, um das Handy aufladen zu können. Hat zufällig jemand einen Schlafplatz frei? Oder wir gehen jetzt wirklich zu jemandem klingeln. Ich kenne hier jemanden. Wir klingeln bei denen und sagen, wir müssen kurz das iPhone aufladen und dann gehen wir ins Auto rein. Okay. Wie cringe ist das jetzt, wenn wir jetzt hier läuten? Sag mal ganz ehrlich. Wir müssen. Ich kenne die schon, aber ich kenne jetzt nicht extrem gut. Die sind nicht zu Hause. Sie sind nicht zu Hause. Wir haben geläutet. Aber ich habe eine Idee. Lass jetzt wirklich einfach jemand, der vorbeifährt, fragen. Ich muss ja nur 1% haben. Ich frage jetzt den dort einfach. Ich weiß nicht, ob du das filmen darfst hier.
Das Ding ist durch, wir sind auf dem Weg zur Wohnung. Wir haben eine Oma gefragt und wir haben noch so Dudes gefragt, die rumgelaufen sind. Wir sind bei Wohnungen Leuten gegangen, jemand, der gewandert ist. Wir haben keinen Strom bekommen. Ich vlogge jetzt mit dem Handy von Hannah. Aber die Oma hat's probiert. Ja, und die Oma hat ein bisschen Angst gehabt, dass wir sie abziehen. Sie hat gesagt, ihr bleibt draußen. Aber ich hätte sie auch tatsächlich abgezogen. Leider sind wir nicht reingekommen. Ja, wir sind nicht reingekommen. Wir haben keinen Akku, gehen jetzt nach Hause und dann Auto wiederholen. Ich bin schon so lange nicht mehr hier hochgejoggt.